Hallo und willkommen zurück bei Divinity 2. So, ich will jetzt Valefari töten. Ist eigentlich noch irgendwas von dem Dorf übrig? Oder habe ich echt schon alles in Schutt und Asche gelegt? Komm, nicht mein Goblinhaus? Ach kommt. Ist doch schade. Ist da noch was? Ich glaube, da ist noch. Nein, ist nur ein Schatten. Okay. Valefari befindet sich hier oben in einer Höhle. Ein kleiner Palast. Aber jetzt erlebt ihr gleich eine nette Überraschung. Verschone uns vor deinem Feueratem. Wir wollen nicht gegen dich kämpfen. Nicht? Unser Meister Valefari mögen die Totempel ihn beschützen. Will mit dem Feind des Rothammerstamms reden. Ich gehe jetzt. Du wirst mich nicht verbrennen, oder? Nein, eigentlich nicht. Hier bekommen wir aber noch eine andere ziemlich interessante Quest. Die finde ich persönlich echt zum Brüllen. Lass mal den mal. Wir brauchen die nachher noch und. Lässt ein Mensch. Das ist ein glücklicher Tag für Groh, den Geschichtenerzähler. Nö. Ich brauche ein Exemplar eurer Spezies, um einen alten Wunsch von mir zu erfüllen. Okay. Habt ihr das gewusst? Goblins geben ihre Geschichten von Generation zu Generation mündlich weiter, schreiben sie aber nie auf. Ich will das ändern. Wir werden hier nicht viel länger leben können und ich möchte, dass unser Erbe und unsere Geschichte erhalten bleiben. Mhm. Ich spreche zu euch in eurer Sprache. Aber damit mein Traum erfüllt wird, benötige ich einen Menschen, der unsere Sprache lesen, schreiben und sprechen kann. Okay. Findet mir solch einen Menschen und ich werde euch ein uraltes Buch überreichen. Der Geschichtenerzähler, der vor mir war, hat es gefunden. Und ich werde die Tür öffnen. Eure Aufgabe im Clan ist es also, Geschichten zu erzählen. Ja. Ich erzähle unsere Geschichten, damit mein Clan aus seiner stolzen Vergangenheit daraus besteht ihre gesamte Bildung. Aber mehr brauchen wir auch nicht. Ist klar. Ich habe keine Arme, Mensch. Zudem möchte ich, dass unsere Geschichten nicht nur in der Sprache der Goblins niedergeschrieben werden, sondern auch in gemeinem Revelonisch. Wir verfügen über eine wunderschöne und aufwendige Schriftsprache, mit der wir alles, was wir möchten, absolut detailgetreu schreiben können. Okay. Aber unsere Tradition besagt, dass nur die Innenwände von Gräbern mit Schrift zeigen. Mhm. Dort beschreiben wir das Leben der Verstorbenen, damit sie von den Göttern als würdig für einen Platz unter den großen Totems erachtet werden. Okay. Das macht unser Alphabet so heilig, wie unsere Schamanen es uns vorschreiben. Doch ich möchte, dass es nicht nur im Tode, sondern auch im Leben benutzt wird. Mhm. Mögen die Totems... Okay, die Totems werden mich beschützen. Ich denke mal, das tun sie. Ansonsten wären wir bestimmt schon lange tot. Überlegt, was wir schon alles gemacht haben. Der Maxos-Tempel, Lovis, Laiken... Und eine ganze Festung des Schwarzen Rings im Alleingang zerstört. Ich denke, darauf kann man stolz sein. So, bevor ich jetzt hier allerdings weitergehe, speichere ich mal. Mach schon. Der fliegende Teufel, der meinen Plan eingeäschert hat. Ich würde keine Zeit mit Reden verbringen, wenn ich nicht auf euch angewiesen wäre. Wenn es an der Zeit ist, werde ich diese Drachenrüstung umbauen lassen, damit ich sie im Kampf tragen kann. Kann ich denn von einem Menschen wollen? Von einem Menschen? Nichts. Aber von einem Drachen? Ihr wendet euch gegen mein Volk, als ob das ein Naturgesetz wäre, gegen uns zu kämpfen. Sie haben mich zuerst angegriffen. Das mag stimmen oder nicht. Aber ich denke, das Gesetz des Geldes wird euch davon überzeugen, eurem Instinkt zu widerstehen. Ich biete euch Kriegsbeute an.
Brustpanzer mit bezauberten Kristallen. Waffen, ja, ja. Und alles, was ich im Gegenzug verlange, ist der Kopf dieses nervigen Tölpels Aurelius. Eigentlich würde ich lieber einen Stinktier küssen, als einem Goblin zu helfen. Man kann sich jetzt hier entscheiden, Svadilfari oder Aurelius zu töten. Ich mache Svadilfari. In Aurelius bekommen wir nämlich einen Kopf aus von Svadilfari, ein als Svadilfaris Kopf präpariertes Ding, das sobald Aurelius es anfasst, eine Giftwolke ausspeit, wie auch immer. Eigentlich würde ich lieber einen Stinktier küssen. Von mir aus. Wenn ihr das Vergnügen, dem Geschäft. Feigling. Komm zurück, du Feiger. Na schön. Durchsuchen wir es halt hier ein bisschen. Verschlossen. Achso, das kann man nicht auch kaputt schießen. Da ist noch einer. Oder? Egal. Haben wir den Untoten also doch nicht gebraucht. Das sieht man normalerweise hier nicht, aber egal. Okay, weiter. Müsste jetzt eine Drachenrüstung drin sein. Svadilfaris Drachenrüstung. Drachenbrustpanzer. Ein weiterer Gegenstand für meine Wie geil ist das denn? Pilze? Nein, ich bin gerade nicht drauf, Pilze zu essen. Okay. Das ist sowieso leer, also scheiß drauf. Okay, jetzt sind die ganzen Äpfel runtergekullert. Das ist Schrott. Wie schieße ich das jetzt kaputt am besten? So. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Äpfel! Okay, weiter schießen. Irgendwie wünsche ich mir bei solchen Angelegenheiten öfters mal ein Maschinengewehr. Ballade von Jan Müller. Warum haben Goblins eigentlich Bücher von Menschen? Ich meine, sie hassen Menschen. Das ist doch schon etwas unlogisch. Und du brenne. Nein, der hat ja Angst vor Feuer, deswegen verbrennen wir ihn. Es war ja einfach. Okay. Was machen wir jetzt? Svadilfari. Hey, schlag ihm den Kopf ab. Diese Blickwinkel sind immer wieder geil. Okay, jetzt kommt es noch zum Luftkampf gegen Svadilfari. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Okay, beschwören wir gleich mal unsere Wibbern. Nicht schlecht, Svadilfari. Aber ich bin besser. Wo ist der? Wo ist dieser Mistkerl? Ah, da ist er. Der ist nicht schlecht. Oh, bleib da, du Mistkerl.
Geschafft! Der Fari ist Geschichte und ich gratuliere euch. Die Fjordere sind sicher, aber nun rettet den Rest von Revelon und betretet die Halle der See. Ja, ist ja gut. Okay. Ich mache damit den Schnitt und wir fliegen dann das nächste Mal zurück zu Aurelius. Bis dahin.